Der Basti ist heute zu Besuch und wir haben da noch was in Frankfurt eingekauft. Und zwar haben wir uns zwei Sorten von dem Holzer Noir geholt. Einmal den Bloody Punch, den gibt es bei mir im Funnel. Und einmal den Grape 2.0 im Cosmo Shot. Mehr Loch. Und so sehen die zwei Döschen aus. 5 Euro kostet das Ganze für 25 Gramm. Und jetzt bauen wir erstmal. So, und dann gucken wir uns als erstes mal hier die Packung an. So sieht das Ganze aus. Gewohntes Holster-Logo, beziehungsweise mit einem kleinen Noir-Schriftzug. Und auch das normale Design vom Bloody Punch. Okay, das ist mal wieder hier mit irgendeinem Hardcore-Kleber zugebappt. Also probieren wir erstmal hier. Jawohl. So, Basti. Ja. Bitte lass da keine Tüte drin sein. Ja, lass dich überraschen. Oh? Mhm. Oh, nice. Wir haben keine Tüte. Das ist doch wundervoll. Schnitt, sehr fein. Feuchtigkeit, ordentlich am Start, aber nicht zu viel. Also Schnitt und Feuchtigkeit gefällt mir schon mal sehr gut hier. Gut, dann packen wir mal unseren Popo auf die Waage. Also den Kopf. Und packen hier mal locker fluffig den Tabak rundrum rein. Ich werde wie immer bauen, das heißt ein schönes Vollkontakt. So, erstmal Gabel für Gabel an Tabak rein. Und wenn wir die gewünschte Tabakmenge drin haben, bei mir sind das jetzt 16,6 Gramm, können wir das Ganze mit der Gabelspitze noch ein bisschen vom Rand wegdrücken und gleichzeitig auch ein bisschen verteilen, sodass überall gleichmäßig Tabak liegt. Also auch beim Kopfbau, Schnitt und Feuchtigkeit gefällt mir noch sehr gut. So, und wenn wir den Tabak überall ein bisschen zurechtgelegt haben, das heißt geguckt haben, dass am Rand nichts mehr hängt und dass auch hier nichts mehr zu weit innen hängt und dass er überall ungefähr gleich hoch ist, dann sind wir auch mit dem Schritt fertig. Dann können wir nochmal mit einem Zeber hier über den Rand gehen. Der Tabak würde eh nur unterm HMD verbrennen, deswegen können wir den auch einfach wegwischen. Und dann kommen wir raus bei 16,3 Gramm mit einem leichten Overpack. Wunderbar. So, dann kommen wir mal zum Mehrlochkopfbau. Wie gesagt, ich habe den Cosmo Shot heute und es gibt den Grape 2.0 und ich bin ein bisschen stärker als Marvin. Ist nämlich schon auf. Ich hatte ihn schon auf. Ah, du duschst den Tricksen, du und waschst die. Ja. Gut, schauen wir mal, was der Kopf an sich wiegt und dann drücken wir einmal auf 0. So, genau, auch hier ist der Schnitt genauso wie bei Marvin. Dann rühre ich einfach erstmal durch und lasse dann gleich den Tabak einfach easy in den Kopf fallen. Also ich halte die Dose leicht schräg und lasse dann einfach locker flockig den Tabak in den Kopf reinfallen, bis ich der Meinung bin, das ist die perfekte Menge. Schauen wir mal. Ja, schaut erstmal von der Menge her gut aus. Das heißt, ich kann den Tabak erstmal wegpacken. Und dann mache ich noch eine Sache. Ich rühre im Kopf nochmal um und verteile es dann nochmal, damit wir noch ein bisschen mehr Fluffigkeit haben, damit auch der Durchzug nicht zu schwer ist. Auch beim Monoflavor? Ja, so, und dann verteile ich das noch im Kopf. Und ich rauche das immer gerne, wenn ich mehr Loch rauche, mit einem Edelstahl HMD. Und schau, dass ich knapp unterm Rand bin. So, dann machen wir hier dieses Tabakblättchen noch weg. Und der Rand, der schaut eigentlich ganz gut aus. Kann man noch ein bisschen wegmachen. Ein bisschen Tabak auch noch durchgefallen. Da haben wir 10,9 Gramm. So, Köpfchen sind mittlerweile gut angeraucht. Einmal Rauchentwicklungscheck. Jo. Ja. Ja. Also, wie Sie sehen, wunderbar. Du wolltest uns noch was erzählen vorher. Das ist nämlich nicht dein erstes Köpfchen Holzer Noir, ne? Das ist richtig. Ich habe daheim schon ein paar Sorten auch getestet. Ich glaube, den Grape 2.0, den Kiwi Punch und den Charlie Punch, also mit Kirsche. Und ich rauche den Kirsche tatsächlich zurzeit sehr gerne. Und zwar mit dem Sebero Softdrink. Sehr also lecker. Cola. Cola und Kirsche, sehr lecker. Mir ist der insgesamt dann im Mix ein bisschen zu flach. Deswegen mixe ich meistens noch irgendwas, ich sage immer Vollmundiges dazu. Ja. Vollmundig. Also keine Ahnung, irgendwas Bärenmäßiges, das mag ich dann immer ganz gern. Mhm. Empfehlung nice. Geht raus. Nice. Und was sagst du zu deinem, den du jetzt drin hast? Du hast den Grape 2. Darf ich den mal probieren? Ja, aber selbstverständlich. Kannst du auch gerne mal hier noch den Bloody Punch probieren? Grape 2.0? Digga, ja. Da ist ja ein Liter drin. Ja. Ja, ich sauge alles auf. Grape 2.0 schmeckt eigentlich wie der klassische Grape 2.0, den man vorher auch schon kannte. Allerdings nicht mit Minze, sondern mit Kühle. Also man tut nichts dazu an Shot oder so, wie es vorher war, sondern man macht den auf und kann ihn dann rauchen, ohne irgendwas dazu zu mischen. Und ich finde aber vom Geschmack her kommt der sehr in die Richtung von Virginia, aber die Minze fehlt halt. Ja. Aber man hat Kühle. Also ich finde ihn gar nicht schlecht. Also ich kann schon mal probieren nochmal, ich glaube, du hast noch gar nicht, ne? Also ich glaube, sowohl bei dem Grape 2 als auch bei dem Bloody Punch, finde ich, die sind viel flacher im Geschmack. Also ich finde, die waren vorher, oder die Virginia-Variante war deutlich intensiver als die Dark Blend-Variante. Also ich weiß nicht, ob wirklich der Flavor weniger geworden ist oder ob der Grundtabak nur mehr durchkommt, was ja auf jeden Fall Sinn machen würde bei einem Dark Blend. Aber es schmeckt
am Ende des Tages auf jeden Fall ein bisschen weniger intensiv. Man schmeckt immer noch klar raus, was man raucht. Absolut. Und das, was du gesagt hast, mit der Grape schmeckt wie der Grape. Safe. Also ist wirklich geil. Dafür, dass wir einen komplett anderen Grundtabak drunter haben, ist es schon wirklich krass, wie Holster das hingekriegt hat, dass die Flavor immer noch genauso nach den Flavern schmecken. Ja. Also ich glaube, das würdest du blind erraten. Wenn du jetzt einfach einen Kopf probierst und du würdest den rauchen, würdest du auch direkt wissen, okay, das ist ein Grape 2, das ist ein Bloody Punch und so weiter. Ne? Also das ist schon wirklich saugeil. Auf jeden Fall. Aber ein bisschen flacher, oder? Ja, aber ich denke, also ich persönlich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich mische die Sorten halt eher. Ich rauche die, ich kann nicht mal sagen, selten, eigentlich nie pur. Und da würde ich das jetzt wahrscheinlich eher weniger rausschmecken. Also, ja, fühlt wenn sich man dann wahrscheinlich an, als hättest du 10% weniger reingemischt als sonst. Ja, dann macht man einfach ein bisschen mehr rein in den Mix und dann ist es fast gleich wie vorher. Ja. Nur halt Dark Blend. Ja. Preislich haben wir vorher schon gesagt, 5 Euro für 25 Gramm, eigentlich so der Dark Blend Standard. Schnittfeuchtigkeit haben wir euch auch schon beim Kopfbau gezeigt, auch wunderbar, also richtig schön fein geschnitten, gut feucht, aber nicht zu feucht. Was sagst du zu Nikotin? Also ich merke jetzt nicht so viel, aber ich merke eigentlich auch fast nie was. Vorhin habe ich bei dir daheim was gemerkt, das weiß ich noch. Da ist Basti von der Couch aufgesprungen auf einmal. Ja. Dark Blend, erster Kopf und zu schnell aufgestanden, schlechte Kombi. Ja, sowas nicht, aber... Das mit der Kombi ähnlich. Aber der Anfang war schon akkurat. Ja, war akkurat. Mhm. Ja, quasi nachgespielt. Es 1:1. Steht für Schauspieler. Immer so. So, Nikotin ist okay. Also ich würde sagen, der ist über Sebero, der ist slightly über Aino, aber auf jeden Fall ein gutes Stück unter Blackbird, Must Have und Co. Also ich würde den auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 1 der Sebero ist und 10 ist ein Must Have und Blackburn, dann würde ich dem so eine 4 oder 5 geben auf der Stärkeskala. Ich glaube eher eine 4 für mich persönlich. Ja. Aber trotzdem hätte ich einen Virginia links und den Holster Noir rechts, würde ich den Holster Noir nehmen. Ja, safe. Also ich auch auf jeden Fall. Ja. Habt ihr jetzt mitgekriegt in letzter Zeit. Ne? Ich rauche super wenig Virginia. Und für mich ist das absolut geil, weil einer der Hauptgründe, warum ich in letzter Zeit so wenig Holster geraucht habe, ist nicht, dass ich irgendein Problem mit Holster habe, sondern dass ich ein zunehmendes Problem mit Virginia habe und es den Holster halt einfach nicht auf Dark Blend gab. Also dass es den jetzt auf Dark Blend gibt, ziemlich nice. Ja. Also... für eine Marke, die sich mit Virginia schon so gut etabliert hat, jetzt einen Dark Blend rauszubringen, der wirklich so nah am Virginia ist. Gut. Gut.